Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1729 Losers Bracket Final Taiwan Region. Wir haben ein PvP mit dem Protoss in Rot, das ist Bud Always. Und der spielt gegen den Spieler in Blau, das ist Haas. Kämpfen also um den Spot im Finale, im Grand Final. Wie man hier sieht, Bemühungen von Haas, den Nexus zu blocken. Hat auch erstmal Erfolg, da kommt noch ein Gateway mit dazu, die Probe wurde jetzt eliminiert. Und hier gab es gerade noch was Interessantes. Da gab es nämlich ein Stargate, das gecancelt wurde. Ich war gerade noch ein Stargate im Bau. Und auf dem Twilight Council geswitcht. Und Haas hat nicht mehr die Möglichkeit, das zu scouten. Das sieht man eben noch aus seiner Vision. Das war ein Stargate. Das ist jetzt das Twilight Council. Da hat Bud Always eben umgeschwenkt. Versucht, seinen Gegner so ein bisschen auszutricksen. Haas mit der schnelleren Expansion und einem eigenen Stargate. Und hier das Gateway. Mal gucken. Naja, bis der Cybernex Core ist sogar mehr Hitpoints. Cybernex Core kostet genauso viel Geld, hat aber nochmal zusätzlich 100 HP, 50 Schilde und 50 Lebenspunkte. Daher stellt man den lieber nochmal als Vollgebäude rein, einfach noch ein bisschen mehr Tankiness da rauszuholen. So, und hier, der Adapt möchte rein, wird aber geblockt. Volle Wall für Haas aktuell, baut den ersten Phoenix. Damit kann er scouten gehen. Und das wäre eigentlich ganz wichtig, wobei, nein, er hält den erstmal zurück. Es wäre wichtig, dass es scoutet, denn wie man sieht, Bud Always macht fröhlich weiter von dem Twilight Council in den Darkschwein. Braucht natürlich dann noch eine Möglichkeit, die Base reinzukommen. Wenn das geht, wird durchgezogen wird, wird es etwas komplizierter. Erstmal hier battelt der Adepts und das könnte Doppel-K.O. werden. Das wird ein Doppel-K.O. Haben gleich viele Schüsse aneinander ausgeteilt und dann, ja, die Kugeln fliegen. Das heißt, man kann noch einen Attack abgeben, bevor der Attack reinkommt und damit eliminieren sie sich gegenseitig. Jetzt fliegen die Phoenixe los. Das heißt, jetzt wird Haas gleich mal drauf treffen, was der Gegner da so macht. Der drückt trotzdem Blink an. Aber trotzdem wird Haas erstmal feststellen, dass er da ausgetrickst wurde, was den Tag betrifft, dass er da nicht auf ein Stargate treffen wird, sondern eben auf ein Twilight. Das ist eine Hallucination als Phoenix. Und ja, hat gerade gesehen, okay, das Stargate ist gar nicht da. Stattdessen steht ein Twilight Council rum. Weiß jetzt also, dass es in eine andere Richtung geht. Mal gucken, ob er da ein Safety Oracle mitzieht. Er hat die volle Wall hier. Das heißt, die Tees kommen da nicht rein. Auch wenn da ein Gateway rumsteht. Es ist keine Robo mit am Start. Also für Bud Always, der DT-Plan wird nicht wirklich erfolgreich werden. Fällt auf jeden Fall gerade schwer, da eine Möglichkeit zu sehen. Wie will man mit einem DT rechtzeitig durch das Gateway durchkommen? Und dass der Gegner irgendwann mal ja, Detection ranbringt. Das sieht man auch schon. Robo ist am Start und es kommt ein Oracle. Also Haas wird darauf vorbereitet sein. Observer wird gebaut. Die Phoenixe cruisen jetzt hier durch die Gegend. Die scouten ab. Ja. Haas weiß natürlich, dass er Bud Always nicht trauen kann. Dass da wahrscheinlich noch mehr auf der Map rumsteht. Ja, da ist der Darkschwein, da ist das Gateway. Da ist der DT am Anlaufen. Aber wie gesagt, volle Warn ist da. Das heißt, der DT, jo. Er wird brauchen. Der macht zwar keinen schlechten Damage, aber das ist ein bisschen zu viel Hitpoints, was das Gateway da hat. Und damit ist der DT auch schon weg. Ein zweiter läuft noch durch die Gegend. Und der DT-Plan wirklich nicht erfolgreich gerade. Vielleicht später. Vielleicht kann man die später nochmal verwenden. Aber damit hat natürlich Haas den Vorteil, hatte die schnellere Expansion, hat den besseren Worker-Count. Und kontert hier sein Gegner tech-mäßig auch ganz okay bisher noch. Jetzt wird es dann interessanter mit Blink. Das heißt, die Phoenixe müssen mehr aufpassen. Aber auch bei Haas bereits mit dem Robo den Wechsel auf Immortals vollzogen. Also die Army wird dann auf Ground Army umgestellt. Man sieht eine Forge noch mit dran. Eigenes Twilight Council. Die Stalker wandern jetzt raus. Der DT, okay. Er greift jetzt einfach ein anderes Gate. Wir haben nämlich das zu Hause. Kann man auch mal machen. Oben die Phoenixe mit dem Oracle zusammen killen nochmal ein paar Worker. Weil die Stalker sind rausgeblinkt aus der Base. Das heißt, hier ist gerade nichts, um den Probes zu helfen. Ja, die Ball ist immer noch zu. Die Stalker sind draußen. Das ist eine Katastrophe gerade hier für Always. Die Stalker wird nochmal kurz geliftet. Das Oracle, wenn das schnappt, sich noch mehr Kills. Sie sind bei 15 toten Probes. 12 davon hat sich das Oracle geschnappt. Das Oracle geht dafür down. Aber das ist vernichtender Schaden hier gerade. Das ist ein ordentlicher Teil der Worker, der eliminiert wurde. Komplette Mineral Line runter auf 27. Jetzt aktuell zu 46. Also das sieht nicht gut aus gerade für Bud Always. Und Haas kann mit den Phoenixen sogar noch ein bisschen wegfliegen. Gerade nochmal einen Blink abbekommen, aber die Phoenixe sollten das überleben. Na, kommt nicht mal zu dem Blink. Und ja, man sieht den Mining-Fort jetzt absolut riesig. War vorher schon da, jetzt ist er noch deutlich größer geworden. Die Phoenixe schnappen sich nochmal einen Kill und beschäftigen halt auch die ganze Zeit. Währenddessen baut eben Haas auf den Stalker-Killer um, nämlich den Immortal. Da kommt gleich der dritte mit dazu. Plus eins ist auch mit unterwegs. Also das wird richtig, richtig unangenehm für Bud Always in Kürze. Und er hat immer noch die Phoenixer, um die er sich Sorgen machen muss. Aber aktuell halten da ein paar Stalker Wache, damit da nichts Schlimmeres passiert. Der Worker-Count muss nachproduziert werden, aber 12 Worker-Unterschied in dem Mirror-Matchup ist halt sehr, sehr unangenehm. Observer ist auch immer noch mit dabei, falls es die Tees nochmal geben sollte. Ist noch der eine DT da, aber der chillt aktuell zu Hause. Die Stalker wandern hier durch die Gegend. Und wir haben ja deutliche Differenzen im Army-Supply und in den Workern. Mining-Vorteil wurde jetzt zwar klein, aber ist immer noch da. Haas kann sich eine dritte Basis schnappen.
Er hat den Dark schon noch nicht gefunden. Die Konstellation hier mal gucken, ob er die noch findet. Erstmal wartet er hier noch auf sein eigenes Blink und sein eigenes Plus 1. Wenn das von But Always ist, mit einem ähnlichen Timing unterwegs, das Upgrade. Die Phoenixe wurden noch nicht rausgerecallt, die chillen hier immer noch. Die Stalker warten da. Können er nochmal ranblinken, um die Phoenixe zu jagen. Trotzdem gibt es eine weitere tote Probe. Und der Phoenix überlebt das. Naja, bleibt stehen. Das heißt, überlebt das nicht. Und hier wird aber jetzt gerade gegen gepusht. Das heißt, die Stalker von But Always mussten sich hier zurückziehen. Haas wird das Ding nicht finden. Aber er findet die Stalker und die will er natürlich auch jagen. Hat in ein paar Sekunden ein eigenes Blink und hat halt drei Immortals mit dabei. Also das wird wirklich kritisch hier für But Always, das zu überleben. Es sind trotzdem noch die Phoenix auch mit drin. Deshalb, selbst wenn er eigene Immortals hätte, die könnten geliftet werden. Es gibt einen Arc und jetzt immerhin den kann man nicht liften. Das Warp ist mir natürlich ein wichtiges Ziel, aber man sieht es dort auf beiden Seiten. Aber eine Seite hat noch Immos mit dabei und einfach auch mehr Möglichkeit, Masse zu produzieren. Wir sind bei 9 zu 8, das ist sogar doppelt so viele Stalker. Hier der Arkon ist jetzt damit dabei, aber zieht sich erstmal zurück. Sieht nicht gut aus hier. Haas versucht weiter zu pushen, kriegt einen Stalker. Hier das Warp Prism vorne, kriegt ein bisschen Schaden am Warp Prism. Nein, er wird auf die Phoenix. Von den Phoenixen werden ein paar Stalker geliftet. Das heißt, die können nicht mitfighten. Die Stalker von Haas gehen einfach rein in den Netzball und da ist nicht genügend Gegenwehr. Das ist einfach das GG und damit das 1-0 für den Protoss im Blau. Aber da lief für But Always einiges nicht ganz so rund. Er hatte versucht mit den Mindgames, aber hat sich hier absolut nicht ausgezahlt. Map Nummer 2, Lightshade, hatte ein sehr entspanntes Early Game. Sind es bei 4 Minuten, es ist noch keine Einheit bisher verstorben. Hier werden auch noch Hallucinations gerade ausgetauscht. Beide haben expandiert, Haas war da ein bisschen schneller. Tech-mäßig ging es auch in verschiedene Richtungen mit Twilight Council bei But Always und Robo bei Haas. Aber nichts davon Proxy, alles in der eigenen Base. Hier ist noch die Probe unterwegs. Und eventuell versucht Haas mit der Truppe dann anzugreifen. Und er schickt zumindest mal das Warp-Pism raus. Sein Gegner erforscht gerade Blink. Wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Und hier wandern auch die paar Stalker gerade raus auf die Map. Das Warp-Pism respektiert das erstmal. Beide haben auch fleißig gescoutet, aber nichts gefunden, weil auch nichts auf der Map ist. Somit ist es ein Spiel an Scouten, Worker bauen. Momentan But Always hat deutlich mehr Worker, weil Haas hat aufgehört, weitere Probes gerade zu produzieren. Dafür hat er einen ganzen Schwung mehr an Einheiten. Mit dem Immortal, er hat natürlich gut Feuerpower, Doppel-Immortal sogar. Also er versucht direkt wieder die Immos zu nutzen, dieses Mal ohne eigenes Blinks. Der Gegner wird Blink haben. Die Frage ist, wie viel können die beiden Immos in dieser Army von Haas anstellen? Wie viel Damage geht da raus? Aktuell braucht But Always noch deutlich mehr Einheiten. Er versucht das Warp ein bisschen zu snipen, er kriegt ein bisschen Schaden drauf, verliert dafür aber auch einen Stalker. Und zu Hause, da ist eine Schildbatterie, da kommt noch mehr, da sind noch Sentries mit dabei, aber die sind auf beiden Seiten am Start. Resonating Glaive wird das nächste so forscht, das dauert aber noch. Das wird also erstmal keine Rolle spielen. Immerhin hier die Forces blocken die Army von Haas ein bisschen weg. Es ist nichts da, um Forcefields zu killen. Dazu bräuchte man Archon, aber davon sind wir gerade weit entfernt. So, und hier soll der Fight losgehen, aber Schildbatterie Overcharge ist verfügbar. Und mehrere Schildbatterien stehen parat. Die Stalker also können hier durchaus noch versuchen zu fighten. Sentry vorne, das erste Ziel wird aber aufgeladen. Blink wieder auf das Warpism. Warpism geht hier down. Das ist ein wichtiges Snap. Und jetzt sind die Immortals hier gestrandet, werden gefokust. But Always versucht sich hier durchzusetzen durch diesen Fight. Er verliert auch eigene Einheiten, aber aktuell reicht die DPS von Haas nicht. Die Stalker blinken nach hinten. Jetzt ist der zweite Immo down. Das heißt, Haas kann diesen Fight nicht gewinnen. Wird stattdessen gleich von den Blinkstalkern gejagt. Er zieht den Recall, aber der Recall betrifft eine Sentry nicht. Die andere wird so gesniped. Die kommt nicht mal mit dem Recall hier raus. Das heißt, von der Haas-Army bleibt gar nicht mal viel übrig. Richtig gute Fight hier für But Always. Kriegt vor allem richtig früh den wichtigen Snipe auf das Warp Prism. Hat geholfen, dass sich hier in der Mitte der Karte schon mal ein bisschen Schaden drauf gemacht hat. Und damit natürlich keine Möglichkeit, die Mortals aus einer Gefahrensituation rauszuholen. Und damit fiel der ganze Fight für Haas auseinander. Hat da deutlich mehr Army Supply aufgegeben. Und ist in den Workern trotzdem noch hinten. Also das sieht ziemlich gut aus gerade für But Always. Der sofort auf Druck macht mit seinen Blinkstalkern. Der Gegner hat das natürlich nicht. Das heißt, seine Stalkers sind da chronisch besser. Die Schildbatterie ist jetzt bereits leer. Da kommt frisch eine neue mit dazu. Aber die Stalker-Trades trotzdem noch besser, gerade für den Protoss in Rot. Da gibt es einen Proxy-Gate mit ein paar Warpins, die doch gestartet werden. Hier selbe Geschichte. Und da kommt jetzt der Darkschwein für Haas. Natürlich. Ist ja schließlich Haas. Der macht, der kann das zu jeder Spielmöglichkeit ziehen. Also da gibt es kein Timing dafür. Wenn er Bock auf einen Darkschwein hat, dann spielt er einen Darkschwein. Erstmal kommen hier die Adepts. Und da sind zwar Schildbatterien, aber gegen Doppel-Adepts helfen die natürlich nicht. Einheiten sind alle gerade draußen. Also das könnte wehtun in der Economy. Erster Warpin kommt mit einem Stalker. Ein paar Probes gehen trotzdem down. Observer hängt da noch mit ab oben auf Myground. Und hier gibt es aber jetzt gerade den Go auf die Natural. Und hier gibt es Ärger. Da wird wieder Immortal gefokust. Immortal wird low, aber er bleibt erstmal am Leben. Die Stalker haben zu stark committed. Da stehen noch ein paar Stalker so mit rum. Das Schild jetzt hier gerade auch ab. 5 Probes wurden gesniped. 36 zu 43, jetzt hat Haas den Worker-Vorteil, nimmt dann noch die Sentries raus. Jetzt geht die Sache sich wieder ein wenig, aber es sind trotzdem noch einige Stalker hier parat. Der Darkschwein ist noch nicht fertig. Observer fliegt da gerade raus und hier wurden ein paar Adepts reingewobt, um den Spaß von Haas zu defenden. Mal gucken, ob die DTs hier vielleicht doch wieder das Game drehen können.
oder zum ersten Mal das Game drehen können, weil für Bad Always haben die DTs nicht funktioniert, aber vielleicht funktionieren sie für Haas. Bisher ist die ganze Sache noch blind. Da ist Bad Always nicht vorbeigekommen an dem Ding und das ist jetzt fertig. Es ist ein langsamer Warp in Peinen und es kommt doch gerade nur ein DT, aber es ist unterwegs. Okay, oben kommen noch mehr DTs, also es gibt drei auf einmal tatsächlich. Wo ist der Observer? Es ist einer da, der kommt gerade zurück, aber die Sentries waren nicht reichend. Die haben nicht die DPS, um gegen den DT kämpfen zu können. Hier gab es nochmal den Versuch unter Natural, aber mit dem Immortal wieder aufgeladen. Schildbatterie mit ein bisschen Energie. Das hält erstmal und jetzt geht hier die DT-Action los. Und die Adepts, die versuchen sie mit anzulegen tatsächlich. Und die Adepts sind dann deutlich bessere Kämpfer als die Sentries. Das heißt, die DTs ziehen sich erstmal zurück. Observer hängt damit ab. Dritte Basis kommt. Also kein kritischer Schaden, den die DTs hier machen. Wobei, einer schleicht sich da gerade dran vorbei. Ist am Observer vorbeigekommen, ist an den Einheiten vorbeigekommen und geht jetzt Richtung Main Base. Quetscht sich da durch. Das funktioniert. Das könnte ordentlich Schaden geben. Der DT fängt an mit den ersten paar Kills. Währenddessen die Army versammelt sich hier draußen, aber ist jetzt natürlich weit weg, um da in der Defense helfen zu können. Warpin kommt, aber man braucht halt die Detection. Gut, Detection ist mit dabei, da ist der Observer oben drüber. Das heißt, der DT macht aber trotzdem 7 Kills, weil da ist noch ein zweiter mit dabei. Da gibt es 8 Kills. Insgesamt, da holst du noch eine Cannon, um einfach die Sache ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Aber ein DT getradet für 8 Kills, das nimmt man dann doch gerne mit. Das hat sich schon gelohnt für Haas. Währenddessen die Stalker wandern hin und her, konnten aber trotzdem nicht wirklich pushen. Dritte Basis jetzt auch unterwegs, aber hier die dritte wurde erstmal, wurde die abgerissen, wurde die gecancelt. Die wurde noch gecancelt. Also die wurde nicht komplett verloren, aber die musste gecancelt werden. Da waren auch die DTs dran schuld. Und hier gibt es jetzt den Fight. Die Stalker haben momentan auch nur auf einer Seite Blink, das hat sich nicht geändert. Da geht nochmal eine Sentry down. Haas arbeitet an seinem eigenen Blink, aber es ist noch nicht ganz da. Hier gibt es eine Archon mit dazu. Warpison wäre auch immer parat für eine weitere Aktion. Und hier wandern jetzt die Einheiten raus. Mit einem Immortal, der damit dabei ist. Also aktuell beruhigt sich das ein wenig. Nächste DT wandert auf die dritte an. Hier wurde noch nicht nachgesetzt. Es gibt plus 2. Es gibt eine Robotic Spike gerade bei Bad Always. Eine DT hält ja erstmal Wache, ob es eine dritte Basis gibt. Und die kann er dann prompt abfangen, dass es erstmal nicht zu einem weiteren Nexus kommt. So, Haas wird er das deutlich bessere Timing haben. Sein eigener Nexus ist halt fast fertig. Was nur interessant wird, wird dann die Robotics Bay mit eventuellen Disruptern. Die könnten ordentlich wehtun. Jetzt ist Blink auf beiden Seiten da. Jetzt ist es für Bad Always deutlich schwieriger, Einheiten zu snipen. Und hier der Pylon überlebt. Der DT wurde gecleared. Observer wandert da unten noch durch die Gegend. Das Warprism hält oben weiter Stellung. Und plus 2 unterwegs. Hier beim Spiel in Rot und nur plus 1 gerade bei Haas. Aber das entwickelt sich so nach und nach. Hier kommen auf jeden Fall einige Schildbatterien schon wieder. Stalker sind aber auch schon mit dabei. Wenn er versuchen, was zu snipen. Nein, schaffen sie nicht. Blink ran, Blink raus. Keiner der beiden möchte da so... Bitte Haas möchte eher fighten. Klar, er hat die Schildbatterien hier. Aber Bad Always möchte da nicht zu einem Fight gezwungen werden. Wenn er Snipes mitnehmen kann, gerne. Aber bleiben und fighten ist keine gute Idee mehr. Gegen die Masse und Schildbatterien, das würde nicht funktionieren. So, aber da läuft seine restliche Army mit raus. Und das sind 3 Immortals zu einem aktuell. Also er hat auf jeden Fall die Immo Feuerpower und bald auch plus 2 Attack. Dann tut das nochmal ein bisschen mehr weh, wenn das der nächste DT wandert hier rein. Der wurde noch kurz am Rande vom Observer gesehen. Er versucht es mir doch, die Cannon loszuwerden. Aber das scheint nicht... Oh, wird das was? Nein, es wird nichts. Es wird knapp, aber die Cannon lebt mit 22 HP. Hat noch ein paar Schildpunkte auch regeneriert. Also sie war im letzten Stadium vom Bauen. Aber nächste DT könnte natürlich easy überrennen. Die Cannon hat da nicht mehr viel zu melden. Weitere DT-Attack würde aktuell reichen. So, und hier ist es aber die Army versammelt mit Disruptor. Kein Warprism mit dabei. Stattdessen kommt ein Pylon. Also ein bisschen unkonventionell, dass man da noch keinen Warprism mit dazugezogen hat. Aber trotzdem gibt es jetzt hier an der Base. Stalker war der schon weggeforstet. Gutes Forst. Fehlt mehrere Stalker gerade. Der Disruptor war dann natürlich auf den grandiosen Hit. Eventuell. Hier gibt es einfach weiter. Battleship, die Overcharge ist aktiv. Und da kommt die Kugel. Die Kugel trifft, den Immortal trifft. Ein bisschen was an Stalker, den Archon. Aber es wird sofort alles von den Schildbatterien aufgeladen. Der Disruptor stirbt dafür, für die Aktion. War am Ende doch nicht die schönste Kugel ever. Der Warp in hinten ist ziemlich langsam, weil es halt einfach nur normale Pylon ist. Drum hat man eben gerne den Warpins mit dabei. Der sorgt halt auch für die schnelleren Warpins. Hier die Adepts. Wir lagen jetzt ein bisschen, da kommt dann meine Kugel. Aber nein, die kommt nicht durch. Deshalb wird gesniped. Die Mortals sind jetzt auch hier mittendrin in der Stalker-Menge. Versuchen da zurückzuschießen. Es ist momentan ein Auseinanderfallen von vielen Stalkern. Wer setzt sich am Ende durch? Momentan sieht das nach Bad Always aus. Hat da die größere Masse. Kann sie ein bisschen durchsetzen. Bis immer noch die Schildbatterien, die Haas gerade stabilisieren. Hier dafür sorgen, dass es sich im Fight nochmal halten kann. Bad Always warpt die nächste Runde an Stalkern ran. Aber wir sind mit 22 zu 14, also deutlich mehr. Das Raptor kommt auch wieder mit angefahren, angelaufen. Und können dann nochmal vielleicht eine Kugel setzen. Die Probe fährt einfach dran vorbei. Okay, kann man mal machen. Probe wird gesniped. Das heißt, jetzt ist aber Blink aufgebraucht. Und sofort flippt man dafür einen Stalker. Das war es am Ende nicht wert. Hier wird gleich ein Observer sein Leben verlieren. Weil der ist im Überwachungsmodus. Der kommt nicht rechtzeitig weg. Und damit hatten wir jetzt einen Seitenwechsel von
Überhalb der dritten zu unterhalb der Natural geht der Fight weiter. Nexus hat gekommen. Die Stalker können wegblinken. Die Arkons müssen ausweichen. Jetzt aber die Stalker wurden weggeforstet und haben gerade geblinkt. Also schöner Move hier von Bad Always, um seinen Gegner da zu isolieren. Der muss aber aufpassen, dass hier nicht quasi in die Mangel genommen wird. Aber Akfell managt das ziemlich ordentlich. Das muss auf jeden Fall diese Army respektieren. Die ist immer noch ziemlich gefährlich. Und da kommt jetzt der nächste, das schafft damit. Das wird nicht unbedingt angenehmer. Gerade Arkon-Salets haben da nicht so viel Spaß dagegen. Wann kommt die nächste Kugel? Da kommt die nächste Kugel und die trifft nur einen Stalker. Aber wieder mussten die Stalker zurücknicken und noch eine Kugel kommt. Die Stalker können gerade einfach nicht fighten und hier sind einfach keine Schildbatterien. Die sind alle unten an der dritten Basis und die sind alle fast leer. Also da ist nicht mehr viel Energie übrig. Wir sind aktuell bei 14 zu 28 Stalker. Doppelt so viele Stalker, 3 Disruptor. Und nach wie vor kein Warpress mehr dabei. Das ist schon eine zähe Angelegenheit. Dass Bad Always die ganze Zeit mit einem langsamen Warp-Entiling hier agiert, ist schon eine lustige Angelegenheit. Hier kommen jetzt die Kugeln, weil der Blink reinkam und da schlägen die Kugeln ein. Da müssen die ganzen Stalker weg. Und damit ist das Ding auch entschieden. Damit ist es das 1 zu 1 vom Roten Protoss. Und auch hier die DTs. Die DTs haben auf jeden Fall mehr Damage gemacht, aber haben nicht so die spielentscheidende Wende gebracht. Am Ende hat Haas hier nicht die Army gehabt, um zurückfighten zu können. Die Disruptor haben am Ende gut getroffen und das hat die ganze Sache entschieden. Ja, doppelt so viele Ressourcen verloren. Die beiden sind überraschend zahm im Early Game, muss man gerade echt sagen. Gut, unten zeigt sich mal ein Adept. Aber trotzdem, es gab ja keinen Ken Rush, keinen sonstigen One-Base-Proxy, sondern wir sind hier wieder am Expandieren. Da kommt eine Robo, auf der anderen Seite kam ein Stargate, da wird ein Voyager gebaut. Als erste Ende, da kommt aber auch eine Safety Cannon, das ist dieser Haas Forge Stargate-Bild, um sich abzusichern. Wobei er da gar nicht so viel absichern muss, dagegen expandiert ebenfalls, aber er konnte sich da nicht ganz sicher sein, er hat den Pylon-Block gehabt, aber wusste, glaube ich, nicht so ganz, was danach noch dazu kommt, hat jetzt auch sein Adept hier, der in Belagerung ist und der Adept wird das nicht überleben. Ne, der wird hier gesniped, das heißt, Haas wird da nochmal eine Unit. Die Probe hier wartet da nochmal auf einen weiteren Einsatz. Nein, die setzt sogar einen Pylon. Bei Bad Always kommt denn das ein direktes Warp Prism und eine Robotic Space. Das könnte explosiv werden. Disruptor Drops stehen da uns eventuell bevor. Und die Probe versucht nochmal rein zu scouten. Die kommt auch rein. Zumindest ein paar Meter, aber wird dann gesniped, bevor sie was Wichtiges sieht. Klar, sie sieht die Wall da oben, aber das ist für Haas jetzt nicht allzu hilfreich. Er kommt nicht bis an den Tech und das wäre der wichtige Scout. Aber den bekommt er aktuell nicht. Hier ist eine Hallucination über das Blick, dass man weiß, der Gegner hat ein Stargate-Opener mit einer Forge. Kommt das plus 1, da kommt noch eine Sentry. Also Shabda könnten da schon wehtun, aber muss das Voidray respektieren. Ist nicht ganz so einfach. Okay, es wurde gecancelt sogar. Also Bad Always mag seinen Cancel-Button, was die Tech-Gebäude betrifft. Das ist schon das zweite Mal, dass er das macht. Schickt das Warpress jetzt erstmal so raus. Wenn man das gegen Voidress noch ein bisschen eher verstehen kann. Das Warpress muss sich da eben in Acht nehmen, dass es nicht gesniped wird. Wenn das Warpress fällt, sind die Disruptor halt auch mit Sicherheit tot. Daher möchte man das Risiko nicht eingehen. Stattdessen gibt es ein Twilight Council. Das gleiche gibt es auch bei Haas. Und Zen plus 1 ist eben noch am Laufen der Pylon. Könnte später vielleicht noch wichtig werden. Erst nächste Aktion erstmal Warpress mit ein paar Depths, um die Mainbase reinzuschicken. Hinten sieht Haas auch gerade nicht wirklich viel. Die Ecke seiner Mainbase ist noch recht dunkel. Wird von der Hallucinations auch ein bisschen abgelenkt. Also versucht Bad Always mit Absicht. Er hat die Hallucination hier platziert von wegen, ja komm, fliegt der doch hinterher. Fahr der hinterher. Er wird in Warpress bei der Ruhe die Depths reinschleusen kann. Hat das jetzt auch, aber die Einheiten sind doch in der Nähe. Trotzdem, es gibt ein bisschen was in Damage. Wie viele Kills werden es? Die Depths können wir mal rüberschaden an die Natural. Ja, da ist aber jetzt die Cannon. Das macht es nochmal deutlich komplizierter. Und am Ende sind es 4 Kills für 2 Depths. Ist jetzt nicht so grandios. Man kann immer nochmal nachscouten, weil es das Twilight Council beim Gegner am Start ist. Ja, aber es ist nicht die größte Überraschung. Es gibt einen weiteren Dark Shrine. Der ist nicht Proxy. Der ist in-base bei Bad Always. Und wird sofort wieder gecancelt. Er mag seinen Cancel-Button echt ziemlich gerne. So, da oben ist die dritte. Die könnt ihr gleich Ärger kriegen von 2 Adepts. Nein, die gehen dann vorbei. Die mischen sich nicht mit dem Nexus. Also die machen viel zu wenig Damage auf dem Gebäude, als dass sich das lohnt. Nein, deren Ziel sind eher Probes. Weil aktuell keine Probes noch unterwegs sind. Also die können einfach darüber schaden Richtung Natural. Das sind ein paar Sentries. Das ist eher ein Ziel, das man angehen kann. Weil hier sind keine Schildbatterien. Force Field einfach direkt, um die Adepts da wegzuhalten. Um die komplett einzusperren. Und es gelingt auch teilweise. 2 Kills. Und ne, kein dritter Kill. Bleibt bei 2. Hier vorne sind aber die Stalker angekommen. Haben gerade auch irgendwas weggesniped. Sicher, was das genau war. Ich glaube, es war eine Probe, eine Scouting Probe. Und hier wird die dritte selber belagert, die noch im Bau ist. Oben gibt es den nächsten Warpin, die nächsten Adepts, die da reingeschickt werden. Die dritte Basis hier kriegt ein bisschen Ärger. Der Pylon ist bereits dran. Die Voidress sollten aber kein Problem haben, das zu clearen. Blink ist noch nicht ganz da. Auf beiden Seiten ist Blink noch nicht ganz da. Die Adepts, die Shades wurden gerade wieder gesehen. Die wurden aber gecancelt, bevor es zur Sache kommt. Und jetzt wurde der Pylon und die Adepts gescoutet, weil jetzt der Nexus fertig ist und damit mehr Vision-Radius hat.
Also prompt die Adepts, müssen ein bisschen aufpassen. Versuchen nochmal zu viert eine Aktion. Kommen die in die Base rein. Da wird einmal reingeschaltet Richtung Natural. Da geht's auf die Sentries. Die Sentry geht auch down. Die nächste Sünde geht auch down. Die Adepts machen da guten Damage hier. Die Sentries fallen alle, weil die Adepts einfach zu viert zu viel Damage dafür haben. Auch wenn die Adepts alle dafür ihr Leben abgeben müssen. Der Gegner hat damit keine Scouting-Möglichkeit mehr mit Hallucinations. 3 Sentries, die da drauf gegangen sind. Das ist auch eine teure Angelegenheit. Der Paladin oben lebt immer noch. Weil Olvers ignoriert das gerade einfach, sondern er marschiert mit seinen Stalkern und seinem Warprism raus. Hat jetzt natürlich Blink. Hass hat das ebenfalls. Hat auch sein Plus 1, geht direkt ins Plus 2. Momentan 2 Voiders und eine Mortal im Bau. Also die Stalker, die werden nicht so viel Spaß haben hier von Bad Olvers. Das ist ein mutiges Vorhaben, das er da geplant hat. Weil er trifft ja doch auf ein paar Konter. Klar, Voiders kann man anblinken, Immortals auch, aber wenn da halt ein bisschen was drumherum steht und in der Natural steht ein bisschen was drumherum. Also das Ziel ist eher die Mainbase mit dem Observer, mit dem Warpress einfach ein Blink da rein. Eventuell ein Forcefield auf die Rampe, da sind noch 2 Sentries mit am Start. Da könnte man zu Forcefielden. Ja, da gibt es einen Recall aber direkt von Haas, dass er merkt auch, was hier gespielt wird. Und damit ist der Fight jetzt auf die Mainbase verlagert. Da sind die Voiders mit ihrem Prismatic Alignment. Da kommt der Blink von anderen Seite, der Warpress wird gesniped. Jetzt ist Bad Olvers hier ziemlich tief drin in der Base seines Gegners. Props fighten hier mit. Die ersten Props gehen da down. Das Sentry da vorne saugt nochmal den Schaden auf. Aber jetzt ist der Fight zu Ende. Denn jetzt ist Evakuierung angesagt von Bad Olvers. Er nimmt am Ende 8 Props mit. Damit gleicher Worker-Count, aber er verliert natürlich einiges an Stalker in der ganzen Geschichte. 9:9 Stalker down. Das Hope ist natürlich tot. Und Sentry-technisch ist jetzt gar nichts mehr übrig. Er hat 13 Stalker insgesamt, die rausgeblinkt sind und den nächsten Warpin zu Hause. Währenddessen hat Haas immer noch seine beiden Voiders und immer noch seine Mortal. Also die Konteinheiten stehen noch. Das Plus 2 kommt auch näher, dann tut der Mortal noch mehr weh. Hier die dritte Basis, das ist halt auch schon irgendwie... Er hat den Pilen angeschossen, aber nicht gekillt. Ich glaube, er hat die Probes da drauf geschickt. Könnte gut sein, dass er die Probes da reingeschickt hat. Jetzt wird der Pilen endlich aufgeräumt. Dauert ein bisschen, aber es kommt dazu. Und hier ist aber schon der Fight. Die Stalk, die müssen aufpassen. Ja, Voiders sind aber noch mit dabei und sind beängstigend. Die Stalk müssen auch hier aufpassen, dass sie nicht zu lange bleiben. Weil die Voiders, sie sind zwar langsam in dem Modus, aber trotzdem gefährlich. Das heißt, die Stalker, ja, ziehen sie da erstmal zurück, versuchen da zurückzulenken. Oh, da hat sich Bad Olvers gerade einen eigenen Stalker versehentlich rausgeschossen. Ah, einmal das falsche, den falschen Klick hier gemacht. Und Haas sofort nimmt hier auch schon die Ziele raus, die angeschlagen sind. Also, gutes Fokusfeuer da auf die Stalker, die angeschlagen sind, die da versuchen, Counterkill zu machen. Nein, der gelingt auch nicht. Damit fällt da Bad Olvers ein ganzes Stück zurück im Supply. Upgrade-Timing ist eh ein bisschen schlechter. Da kommt das Charger als nächstes. Economy ist auch ein bisschen schlechter. Also es sieht jetzt nicht so toll aus gerade für den Protoss in Rot. Und sein Dark Shine hat er gecancelt. Also die Comeback-Mechanik hatte nicht, dass da plötzlich was am Spiel sich dreht. Die Voiders und der Mortal leben halt immer noch. Immerhin gibt es jetzt einen Ausgleich zum Mortal auf der anderen Seite. Und da die Stalker von der Seite. Nein, die sind ein bisschen zu weit weg. Der Observer sieht das stattdessen, dass da Stalker anmarschieren. Und jetzt muss ich die Arme hier sammeln. Hier sind noch keine Schildbarten. Das ist die dritte. Ist ein relativ gutes Fightgebiet gerade noch für Haas. Der blinkt jetzt sofort aggressiv rein auf den Immortal. Aber die Voiders, die leben noch. Die Voiders gehen gerade den Immortal an. Der Immortal kassiert einiges an Schaden. Hier, der eine Immortal ist schon da. Da geht's auf das Warp. Das Warp ist mitgesniped. Das heißt, der Warpin hier ist langsam. Die Stalker hier blinkt noch mit rein. Es ist ein sehr chaotischer Fight. Focus wird mit reingezogen. Das Voider hat aber immer noch Prismatic Alignment angehabt. Das hat noch sehr viel Schaden ausgeteilt. Die Stalker werden jetzt weniger gerade von Haas. Aber nimmt jetzt auch Probes mit. Die fighten da fröhlich mit. 8 Props bereits down, 9 Props bereits down. Am Ende der Fight kann nochmal gehalten werden, wobei Haas wieder mit Fokusfeuer auf angeschlagene Stalker verliert, aber auch eigene, bei killt trotzdem 11 Props, so bei 39:60 ist der Worker Count aktuell. Also massiver Unterschied in den Workern. Hier der Fight ist immer noch am Laufen, letztendlich Stalker gegen Stalker. Haas hat kein Reinforce unterwegs, aber nimmt immer das Beste mit, was er mitnehmen kann. Und das sind nochmal einige Kills, die er da bekommt, auch wenn er gerade seine gesamte Army verliert. Sein Gegner hat nicht wirklich mehr an Army Supply. Und man sieht, bei Haas kommt Charge und plus 3 Attack, also ihm geht es finanziell deutlich besser, hat sogar seine vierte jetzt schon unterwegs. Also auch wenn Haas' ganze Army da auseinandergefallen ist, er hat den Vorteil, deutlich, er kann das easy nachbauen. Bis sein Gegner beim Ankommen hat er locker wieder genügend Stalker, er hat jetzt schon doppelt so viele Stalker wie sein Gegner. Das sieht nicht mehr gut aus, gerade für Bad Olvers. Ihn hat natürlich der Fight auch massiv viel gekostet, versucht einen neuen Immortal zu bauen, aber Haas bereits wieder auf der Jagd. Dieses Mal kein Stalker gesniped, da kommt jetzt nochmal eine Schildbar drin, der dritten, die war halt noch nicht da. Wäre eine Hilfe gewesen, aber war nicht ready. Damit Haas fast 30 Supply vorne tatsächlich schon, und eben das da tut noch richtig weh, wenn das durchkommt, und das wird gechrono-boostet. Plus 3 ist nochmal deutlich mehr Damage auf den Protoss-Anheiten. Das beginnt jetzt auf der anderen Seite, aber das dauert lange. Da ist man halt locker 3 Minuten beschäftigt. Das Doku momentan wandert hin und her, machen den Weg nochmal auf Observer mit am Start. Und die vierte, Haas hat jetzt nicht die größte alle, weiß, er hat eine weitere Basis unterwegs. Und ich denke, er weiß auch soweit, dass sein Gegner keine weitere Basis bis er am Start hat. Das ist kein Warprism auf der Map, das ihm gefährlich werden könnte. Das hat er nämlich gesniped im letzten Fight. Also er hat da gerade noch ein bisschen Ruhe und versucht ihn einfach wieder ein bisschen zu belagern. Kann nochmal einen Observer mitnehmen. Damit auch die bessere Vision hier aktuell. Das läuft gerade ziemlich gut für Haas. I'm here.
um aus diesem 1:1 ein 2:1 zu machen. Geht sofort rein, Blink auf den Immortal, den Stalker zuvor noch weggenommen, die Sentries sind sofort weg, die Schipper des nächsten Snap. Okay, ja, Fokusfeuer einfach drauf, man hat auch gesehen, plus 3 wurde fertig. Also schön das Upgrade-Timing mitgenommen und jetzt ist es ein unschöner Fight für Bad Always. Er hat schon keine Immortal mehr, keine Schildbatterie mehr dabei, er hat hier immer noch wenige Stalker, auch wenn er Blink hat mit Blink. Ja, so gut kann man nicht blinken, dass man das irgendwie ausblenden kann, vor allem wenn der Gegner auch Blink hat und man sieht es einfach nur noch ein Aufräumen von Haas. Räumt den letzten Rest von Bad Always weg und damit ist es das 2:1 hier. Da war wirklich auch die Economy schon zu krass, also Haas hatte da wirklich alle Möglichkeiten und für Bad Always Snipe auf den Immortal, Snipe auf die Schildbatterie, das Ding war relativ schnell dann gelaufen im zweiten Fight. Es ist wirklich überraschend, wie gechillt die beiden hier Early Game angehen. Es gab einen Proxy-Pylon von Haas, aber der wurde schon gefunden mit Hallucination. Da steht auch nichts Wichtiges dran. Es ist nur ein Pylon, den man easy aufräumen kann als Bad Always. Also er müsste euch jetzt nur so kurz was rüberschicken. Er hat selber eine Robo gebaut, wie man sieht. Warpress unterwegs, Immortal da ist. Er kann dann Go starten mit den paar Einheiten, die er hat. Hier ist aber ebenfalls eine Robo. Und zudem gab es noch ein Oracle mit dazu. Also ein Stargate gab es zuerst und dann die Robo nachgezogen. Aber wie man sieht, das Stargate tut schon nichts mehr. Also aus dem Oracle hat es gerade nichts getan. Das soll eben für Vision sorgen. Aber trotzdem, wir sind bei 4 Minuten, beide expandieren. Sehr gechillt von den beiden. Wenn man bedenkt, was die beiden bekannt sind, ist das echt ungewöhnlich. Vor allem im PvP, wo man auch schon richtig wilde Games gesehen hat. Auch in dieser Region mit diesen Spielern. Aber hier, beiden einfach sehr, sehr zurückhaltend. Keine komplette Eskalation mit Cannon Rushes oder sonstigen Proxy Gates. Sondern nein, einfach. Ja, der Doppel-Gateway Opener, Tag mit dazu, alles ganz regulär. Hier, das Oracle schnappt sich mal 2 Kills. Geht auch den Stalker hier an. Der verliert die Schilde, der verliert Pipe Points. Oracle zieht dann doch erstmal zurück und da kommt der Go. Der Observer hat das nämlich kurz am Rande gesehen, dass die Einheiten rüber marschieren. Darum wird gerade auch ein Notfall Void Ray und ein Immortal noch zum Immortal gepumpt. Schildbatterien werden da sein. Klar, Bad Always hat einen Warprism dieses Mal dabei, also keine langsamen Warprisms. Das war bei seinen vorigen Aktionen ein bisschen traurig, wenn man da keinen Warprism mit dabei hat, macht das halt echt wenig Spaß. Und eben Immo versus Immo, aber die eine Seite hat einen Warprism mit dabei, die andere Seite hat eine Schildbatterie mit dabei. Und hier Forcefields, um die Einheiten wegzusnipen, zu isolieren. Counter Forcefield, aber Warprism kann einladen. Observer Fight passiert auch hier noch mittendrin. Ein Observer wird da lau, Schildbatterie Overcharge ist gezündet, zuletzt laufen nach vorne. Bisher wer hat was verloren, es ist noch keine 50 Einheiten verloren gegangen. Da geht aber das Voidwheel down von Haas. Das ist zu weit nach vorne geflogen. Das wäre eine wichtige Unit gewesen für die Defense hier. Wird also noch weiter belagert. Er hat ein paar mehr Worker, muss aber trotzdem aufpassen gegen die Feuerpower seines Gegners und eben den Safe durch das Warp Prism. Der Observer hängt da noch weiter mit ab. Die Sets gehen nach vorne. Wie man sieht, aufladen mit dem Schildbatterie funktioniert, aber hält halt auch nicht ewig. Der andere Set ist auch schon low. Da gibt es mal Render. Ist der Fokus auf den Immo. Der Immo ist low. Der Immo ist down. Haas killt zuerst den Immortal des Gegners. Haas fliegt zuerst den Immortal. Und Bad Always setzt sich hier durch und lädt auch seine Stalker mit rein. Props werden gezogen hier für Haas. Die Schildbatterie hält nochmal ein bisschen was. Und die Haas-Army geht ein bisschen weiter raus, versucht den Gegner zurückzupushen. Man sieht auch viele der Einheiten hier von Bad Always sind angeschlagen, aber sein Warpism lebt immer noch. Jetzt kommt das Oracle sogar noch mit angeflogen. Also wirklich mit allen Mitteln versucht Haas hier zu halten. Und er kann halten tatsächlich. Er schafft es hier, die Army des Gegners zurückzupushen. Kostet ihn natürlich 7 Probes. Also er fällt dafür im Worker-Count zurück und seine Army sieht jetzt auch nicht so grandios aus. Hat dann eine Sentry, hat für Stalker, lädt den Adept hier noch ein ins Warpism und möchte dann loslegen. Aber hier kommt der Immortal nochmal rüber. Inzwischen der Observer tatsächlich von Bad Always ist zuerst gestorben, anstatt der von Haas, obwohl der von Haas schon die ganze Zeit angeschlagen war. Sah jetzt ein bisschen lustig aus. Und hier 4 Stalker mit einer Feuerunterstützung von dem Immortal, aber Warprism ist mit dabei und das ist eben die Gefahr für das Warprism, wenn da ein Void Ray mit am Start ist. Die Stalker fallen und die Truppe verbleibt, währenddessen hier das Oracle schaut sich die Sache an. Hat er jetzt genügend Energie für ein Stasis Ward davor noch nicht ganz da gewesen und vielleicht hier den setzen, weil dein Immortal nee ist, da reicht die Zeit nicht ganz, um das durchzukriegen. Stattdessen gibt es hier das Warprism jetzt von Haas, das schnappt sich nochmal ein Adept. Die Dianetten laufen immer noch nach Hause, die könnten das Oracle vielleicht noch ein bisschen abfangen. Sind in der Gegend? Nein, nicht nah genug und selbst dann ist es nicht genügend Damage, um das Ding zu snipen. Das heißt, das nächste Thema wird das Warprism von Haas in der Mainbase von Bad Always, der inzwischen doppelte Immortal am Start hat. Also wenn der hat überlebt von seiner Seite. Ja, Immortal ist nicht gefallen, nur die ganzen Stalker sind auseinandergefallen. Hier gibt es ein bisschen Ärger an den Probes. Auch Schildbatterie hilft jetzt, weil der Schuss gerade nicht komplett synchron war. Es hat die eine Probe überlebt, hat sogar ein zweites Mal überlebt. Mit ihrem einen einzigen Hitpoint, aber es reicht. Probe hat das überstanden. Und hier, das Warprism wartet auf die nächste Aktion. Oracle Cruise sieht doch die Gegend. Neuer Observer fliegt da gerade rüber, sieht die beiden Oracles, die jetzt am Start sind. Es kommt Doppelforge für Haas. Leicht greedy, aber okay. Also eine Note Haas ist mit dabei auf jeden Fall im Game. Dazu eine Robotics Base. Es gibt dann Kolosse mit Doppel-Upgrades. Sieht man ja eher, es war was gegen
Das hat man so in verschiedenen Matchups tatsächlich schon gespielt. Hat man so gegen Terraner schon gesehen, gegen Zerg schon gesehen und von Haas jetzt gegen Protoss, wobei das natürlich alles Jahre her ist. Wenn es wirklich Kolosse werden, kann auch gut sein, der pumpt das Raptor durch. Aber mit Doppel-Upgrades sieht man eigentlich eher die Kolosse. Er hat gerade den Raptor angedrückt, gecancelt, weil Upgrades haben gerade Priorität. Und da kommt zuerst noch eine Mortal. Bei den Disruptors sind die Upgrades so ziemlich egal. Die profitieren nicht von einem Attack-Upgrade und auch nicht wirklich von dem Arm-Upgrade. Klar, sie halten ein bisschen mehr aus, aber die Dinger haben so wenig Headpoints, dass es keine große Rolle spielt. Da haben die Kolosse ein bisschen mehr Luxus dadurch. Ich meine, Attack-Upgrades nimmt beim PvP eh irgendwann mit. Die hat man gar nicht mehr dabei. Stasis-Bot hier. Nein, wird runtergefokust. Und jetzt die Stalker von verschiedenen Seiten auf die Oracles drauf. Ein Oracle geht down, das andere fehlt ein paar Headpoints. Und Bot Always wandert wieder mal raus auf die Map. Man wird da gleich Stasis-Bot abkriegen. Hat schon mal 4 Stalker eingesperrt. Das dauert ein bisschen, bis da sich weiter was bewegen kann. Dritte Basis auf beiden Seiten unterwegs. Also es geht weiter Richtung Makro-Game. Hier auf Romantis Side. Oracle schaut nochmal vorbei. Hat genügend Energie für einen weiteren Stasis-Bot und möchte einmal die Natural blockieren. Aber Reaktion ist da und Stasis hält sich in Grenzen, eine Probe. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist Schadensminimierung, soweit man das betreiben kann. Aber da kommt direkt der nächste Stasis-Bot. Die Probe stehen dieses Mal ein bisschen länger still und das erwischt deutlich mehr. Die Hälfte etwa von der Natural, die jetzt gerade geblockt ist. Jetzt kommen die Stalker von allen Seiten. Wir wollen dieses Oracle loswerden, weiteres Mal. Aber es lebt immer noch, hat ein paar Headpoints verloren. So, bei H-Seite, Doppel-Arc jetzt laufen. Nach wie vor kein, ja, nur Immortals gebaut. Jetzt kommt der erste Disruptor. Also er baut tatsächlich die Disruptor mit dazu. Hat nur ein bisschen gedauert. Also Blinkstalker Disruptor mit bisschen Immortal-Unterstützung, sogar eine Hallucination. Ich glaube, das ist eher ein Missklick. Das sollte wahrscheinlich ein Phoenix werden. Wobei er da immer noch das Oracle zu scouten. Also vielleicht war es einfach komplett generelle Missklick und er wollte die Sentry da eigentlich gar nicht im Fokus haben. Für eine Hallucination kann auch mal vorkommen. So, die Stalker halten jetzt eben Wache, dass dieses Oracle sie nochmal ranwagt. Aktuell hat bei der Always ein bisschen mehr Supply. Ähnlich viele Worker von den beiden. Beide gehen jetzt auf Disruptor. Aber Haas mit dem 1-1. Dafür noch kein Blink. Also wenn er Blinkstalker Disruptor spielen will, fehlt ihm noch ein wichtiger Bestandteil, nämlich Blink. Vor allem fehlt das Twilight Council ganz dafür. Das wird so langsam etwas Zeit, ja. Weil Twilight Council ist auch die Voraussetzung, dass man die Upgrades weiter pushen kann. Haas kann hier seine Upgrades nicht höher bauen. Dazu braucht er das Gebäude erst noch mit dazu. Das heißt, sein 2-2-Fortschritt wird erstmal komplett ausgebremst. Macht am Ende keinen so großen Unterschied, weil sein Gegner noch nicht mal eine Forge. Also er wird in den Upgrades da bei weitem nicht zurückfallen. Im Gegenteil, da tut sie einfach gar nichts. Er verliert nur selber ein bisschen Zeit. So, die Adepts hier gehen nochmal rein in die Natural und snipen nochmal ein paar Probes. 5 Kills aktuell, da kommen nochmal 2 Adepts von der Seite mit dazu. Also der Schaden zu witzig und Bad Always ist da nicht so ganz voll drauf fokussiert. Ist sicher, worauf sein Fokus gerade war. Er verliert hier gerade 9 Probes an diesen paar Adepts. Und er killt sich noch in das eigene Sentry versehentlich. Also es läuft gerade nicht so ganz rund beim Protoss in Rot. Er hat dafür das Warprism gefunden, dass er dabei gerecallt. Kommen die Stalker da nochmal ran. Oh, sie kriegen es tatsächlich. Es stirbt kurz bevor es rausgeportet wird. Das Oracle wurde da jetzt aber in Sicherheit gebracht, weil die Stalker sind natürlich abgezogen. Also man das konnte Haas nutzen. Aber ein Warprism jetzt weniger. Also wir sehen, jetzt kommt plus 2 Attack. Also das erste 2er Upgrade. Immer noch keine Forge bei Badorgas, aber er geht halt wirklich so auf das Motto: Ich habe Disruptor, was brauche ich Upgrades? Weil natürlich er doch sehr viele Stalker, die hätten gerne Upgrades. Die sind ohne Upgrades jetzt nicht ganz so toll, weil wenn der Gegner schon 1-1 hat. Also das wird interessant, er hat zwar noch mehr Supply, aber jetzt natürlich durch die Adaptaktion weniger Worker, ist im Mining hinten. Kann er dieses Army Supply nutzen? Wir sind bei 3 Disruptoren zu 2. Da kommen noch Stasis Wards, die ganz interessant werden könnten, wenn der Gegner versucht da rein zu blinken aggressiv. Stasis Ward löst aus und dann ist die halbe Army einfach weggesperrt. Aber Stasis Wards können auch von Disruptoren gesniped werden. Und wir haben jetzt einen Darkschwein unterwegs. Oh, und Darkkugel. Nein, Link nach hinten. Das ist jetzt natürlich wieder die angespannte Situation. Ah, Disruptor gegen Blinkstalker. Haas hat aber noch gar keine Blinkstalker. Nach wie vor, sein Blink ist gerade halb doof. Also er muss da deutlich mehr aufpassen als sein Gegner. Er nutzt gerade seinen eigenen Disruptor, um einfach gerade die Army von Bad Always von seiner Basis wegzuhalten. Weil er braucht ein bisschen mehr Zeit. Er braucht dringend mehr Zeit. Das heißt, er muss diese Zeit gerade irgendwie rausschinden mit Forcefields, mit den eigenen Disruptoren. Hauptsache, der Gegner bleibt lange genug weg, dass es hier nicht zu einem Blinkstalker-Fight kommt, wenn man selber noch keinen Blink hat. Also Haas, wirklich das Timing hat ein bisschen verschlafen. Das mit seinem Twilight Council, das dermaßen spät unterwegs war. Blinkstalker Disruptor ohne Blink ist halt schon ein recht herber Fehler, der ihm da unterlaufen ist. Aber er kommt damit tatsächlich durch. Das Upgrade wird nach und nach fertig. Stalker wandern jetzt auch raus, weil es dauert nur noch ein paar Sekunden, bis das Ding dazukommt. Die letzten 20 laufen jetzt auf dem Upgrade. Und hier ja, aktuell 3 zu 3 Basen mit einer vierten jetzt unterwegs. Darkfan wird gleich fertig, da kommt das volle 2-2. Da könnte noch plus 3 dann auch gleich mit dazu wandern. Und bei Bad Always nach wie vor keine Forge. Finde ich sehr interessant, dass er da komplett auf die Upgrades verzichtet. Vor allem je länger das Game hier geht. Also
zu einer Frühphase, wenn man einen Timing-Push wirft, ist ohne Upgrades ja noch okay. Aber je länger das Game geht, umso unangenehmer wird das, wenn man selber keine Upgrades am Start hat. Vor allem ist jetzt gleich drei Upgrades hinten mit 2-1 gegen 0-0. Es macht nicht so viel Spaß im Stalker, weil er hofft wirklich, okay, er hat sich wieder einen Stalker zerschossen. Er hofft wirklich drauf, dass die Disruptor den großen Money Shot treffen. Er hat 6 Stück davon, also er hat viele Möglichkeiten, diesen Money Shot zu landen. Den 6er im Lotto zu kriegen. Buchstäblich mit 6 Disruptern. Einer muss halt treffen, aber jetzt kommen die Tees mit zum Einsatz und die räumen einmal Probes auf. Das heißt, bei Reuves wird da ein bisschen unter Druck gesetzt und muss reagieren. Und er recallt die Disruptor und die Mortis. Seine Stalker sind nach vorne. Ist trotzdem mutig, aber die Tees, der in der Natural stirbt, der in der Mainbase säbelt noch völlig weiter. 8 Kills. Und in der dritten Basis geht es noch viel mehr weiter mit 3 Tees auf einmal. Das wird gerade von unangenehm zur Katastrophe für Bad Always. Er ist runter auf 28 Probes. Die DDTs haben gerade seine Economy halbiert, mehr oder weniger. Und wandern vor allem immer noch hier hin und her und sind mega lästig. Und jetzt wandert Haas mit seiner eigenen Army raus und hat jetzt dann gleich auf volles 2-2. Jetzt kommt die erste Fortune mit dazu. Da kommt die DDT Blink aber gerade auf der Seite des blauen Bodens. Ja, die DDTs hier wandert immer noch durch die Gegend. Da gibt es nochmal einen Kill. Wahrscheinlich nochmal einen Kill. Der Observer, wo ist er? Jetzt ist er mit dabei. Aber jetzt sind die Stalker auch mit am Start. Die wollen ja auch mal kurz vorbeischauen. Wenn gegen die gebündelte Army hat man ein bisschen Respekt. Es ist 120 zu 90 Army Supply. Also da hat momentan Bad Always einen deutlichen Vorteil. Musste hier nochmal die Tier aufräumen, aber er hat halt fast keine 24 zu 76 Worker. Er hat halt echt fast nichts mehr an Worker gerade. Er jagt hier die Stalker vor sich hier. Haas hat einiges an Overmints. Die sollte er irgendwie loswerden, weil dann wäre auch sein Supply deutlich größer. Ja, da kommt jetzt mal ein ordentlicher Warp in 8 Stalker. Baut zudem noch 2 weitere Disruptor. Und wie sehen die Army sonst aus? Hier erstmal Snipe auf den Warp Prison. Und die Stalker unten werden auch vertrieben. 45 zu 26 Stalker. 6 Immortals, 6 Disruptor zu 6. Wir haben noch 3 Immortals zu 2. Ein Void Ray bei Haas. Das Oracle noch da. Und hat noch 3 Sentries zu einer. Und die Stalker hier tanzen die ganze Zeit umeinander rum. Vierte Basis aber bei Haas am Start. Bei Bad Always ist er weit weg davon. Und da kommt die Kugel. Und die Kugel landet für Haas. Jetzt kommt der Spam von Bad Always. Und da landet die Kugel. Das ist einfach nur Explosionen auf beiden Seiten. Aber gerade Bad Always Army Supply ist noch größer. Haas hat vor allem seine ganzen Disruptor gerade und einen Teil seiner Disruptor verloren. Er konnte gerade hier wieder ein bisschen den nächsten Haufen an Stalkern raus. Wir haben, glaube ich, die globale Stalkeranzahl erstmal halbiert. Das ist nur noch die Hälfte übrigens bei 24 zu 17 jetzt. Die Mortis sind hier noch mit dabei. Die sind jetzt in kleineren Fights natürlich ganz wichtig, aber das sind noch genügend Disruptor mit dabei, die hier für Chaos sorgen können, die einfach reinballern können bis zum geht nicht mehr. Da sieht man das. Kugeln landen, tun ordentlich weh. Bad Always steht jetzt aber mittendrin in der dritten Basis seines Gegners, aber es kriegt auch gerade den Konter. Aber Haas ist selber wieder am Start, hat nochmal mehr Props rausgenommen. Und hier kommen jetzt die DDTs, die Wand an die DDTs. Die Observer sind tatsächlich alle gestorben. Das kann ja fast nicht sein. Da springen wir kurz auf. Es sind vorhin 4 Observer mitten in dieser Army mitgeflogen. Wo sind die hin? Ja, da sind die 4. Hatte die echt alle? Sind die alle so weit nach vorne? Okay, da hat er den ersten verloren. Da sind noch 3 Observer. Das sind immer noch 3 Observer. Wo sind diese Observer hin? Jetzt kamen hier die Kugeln. Haas muss irgendwie an diese Observer reingekommen sein. Die sind nach vorne geflogen. Die sind nach vorne geflogen in die Cannon. Oh, kritische Fehler. Das ist ein kritischer Fehler. Weil dann sieht man sofort, wurde der Massen-DT-Warp hingezündet von Haas. Als er gemerkt hat, hey, der hat keine Observer mehr. Wunderbar. Zeit für unsichtbare Einheit. Meine DTs haben zudem auch Blink. Und hier drüben muss rausgerecallt werden mit den Disruptor und den Immortals. Aber das ist jetzt Katastrophe. Wir sind bei 12 zu 75 Worker. Die Stalker gehen sogar aggressiv auf den Disruptor drauf. Und das ist der Anfang vom Ende hier für Bad Always. Er kann vielleicht nur die Stalker aufhalten mit seinen eigenen Immortals. Aber ich meine, das ist quasi keine Economy, was er. Auch wenn er diese Stalker hier bekommt. Ja, da muss man nicht mehr viel dazu sagen, oder? Haas hat zudem halt auch 2 volle Upgrades. Sein Gegner hat gar nichts davon. Also Haas kann bald mit Stalkern A klicken und den Fight gewinnen. Momentan Army Supply ist das Einzige, was Bad Always noch hat. Aber halt mit einem massiven Upgrade-Nachteil. Und eben immer noch mit den DTs da mittendrin. Machen die genügend. Die säbeln nämlich auch ordentlich. Okay, es kommt gar nicht zum großen Ende vom Fight, sondern Bad Always gibt schon vorher auf. Haas macht das mit einem 3-1. Ja, von beiden nicht sauber, das Game. Also auch Haas mit dem Twilight Council-Fehler. Wo er dann hier einfach in seinem Highground rumsitzen musste und hoffen musste, dass der Gegner einfach nicht auf den Fight springt. Was glücklicherweise funktioniert. Und dann auch ein paar wirklich gröbere Fehler von Bad Always, gerade das zu verlieren. Er hatte 4 Observer und er hat alle verloren. Das sollte halt wirklich nicht passieren, wenn man schon so viele bei da ist. Es war einfach ein A-Klick nach vorne, Observer in der gleichen Kontrollgruppe. Dann sagen die, jawohl, wir fliegen mal voraus, ciao. Und damit hat sie das mit Observer erledigt. Das kommt vor, aber das sollte auf dem Niveau halt nicht vorkommen. Weil man sieht, wie kritische Auswirkungen das hat. Weil Bad Always hatte bis zu dem Zeitpunkt eine recht starke Army. Dann kamen die DTs und die haben einfach die ganzen Stalker zerlegt. Also ja, das war's nicht. Damit Haas bekommt das Rematch gegen seinen Protoss-Kollegen Nice im Finale. Bin sehr gespannt, was die beiden dann abliefern mit einem Rematch.
Weil meistens eskalieren solche Rematches mehr und mehr. Und gerade bei den beiden, die schon so oft gegeneinander gespielt haben, könnte das nochmal ganz lustig werden im Best of 7. Das ist mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.